Ahoi, ihr gut aussehenden Mädels und Buben. Ich zeige euch hier mal ein Comic-Magazin, das wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen. Die guten Maiwe Comics aus Köln. Angefangen hat das buchstäblich als Schnaps-CD an der Theke in der Gaststätte Maiwe in Köln-Braunsfeld, wo der Wirt mich aufgefordert hat: Zeig dir nochmal Comics wie früher. Und dann habe ich angefangen, das war im September 2017 und habe bis jetzt nicht mehr aufgehört. Inzwischen ist schon die 14. Ausgabe erschienen. Parallel dazu gab es auch mal ein extra Heft für die Gaststätte EDP in Köln-Ehrenfeld. Es gab ein Sonderheft, oh, da ist der Schatten drauf, ich bin schlechter Filmer. Sonderheft, Wer wird Millionär? Auflage satte 33 Exemplare. Und Lichtreflex habe ich auch. Ich bin echt ein sehr, sehr schlechter Filmer und das Handy ist auch uralt. Ich zeige euch mal, wie es innen aussieht. Schwarz-weiß werden jetzt einige sagen. Warum ist das denn schwarz-weiß? Coole Comics sind immer schwarz-weiß. War früher schon so. U-Comics, tote Helden-Comics. Sprühende Fantasie. Die Hirse. Das ist gerade neue Seiten, an denen ich arbeite. Obwohl. War nicht immer alles schwarz-weiß. Ich zeige euch mal eine komplett farbige Nummer. Die Nummer 11 nämlich. Und das hat eine Freundin von mir koloriert. Das sieht schon ganz anders aus. Ist nur eine Heidenarbeit. Man hat leider immer noch andere Dinge zu tun. Und kann nicht immer ständig kolorieren und zeichnen. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen neugierig machen. Aber vielleicht geht euch auch das ganze Projekt am Arsch vorbei. Wie dem auch sei, die erscheinen alle 6 bis 8 Wochen. Die nächste Ausgabe ist im Januar 2020 dann auf dem Markt. Und wenn ihr im Internet mal guckt, Maiwe Comics, werdet ihr bestimmt den einen oder anderen Link dazu finden. Jo. Ich sage also, ganz im Sinne der Hefte, hier nochmal ein Rundumblick. Ganz im Sinne der Hefte, Ehre dem Dorsch in der See.